Yo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dich für dieses Video interessierst. Heute geht es um das Thema, wie habe ich zur Corona-Zeit Muskeln aufgebaut? Ja, der ein oder andere weiß es, sieht es, dass ich letztes Jahr Sommer, was Shredded unterwegs war, dieses Jahr Sommer auch Shredded bin, aber trotzdem war es massiger. Also ich habe wirklich Muskeln aufgebaut und wollte euch einfach mal meine Tipps mitgeben oder mit euch teilen, was ich gemacht habe, was ich verändert habe, worauf ich mehr geachtet habe, damit auch du, wenn du an einem Punkt angekommen bist, so wie ich im Jahr 2020, wo du dachtest so, hey, bis hierhin läuft es gut, aber ich sehe keine drastische Veränderung mehr, ich möchte mehr Masse haben, ich möchte ein bisschen was shreddeter werden, ich möchte aber trotzdem aufbauen und so weiter und so fort, möchte ich jetzt mit dir gerne meinen Trainingsplan oder meine, ich sag jetzt mal, Herangehensweise teilen und möchte das mit dir durchgehen und ja, hoffe, du hast ganz viel Spaß dabei und kannst aus diesem Video auch ein Fazit nehmen, kannst was lernen, kannst was umsetzen, was auch immer du magst. Ja, fangen wir einfach mal an. 2020 war ich an einem Punkt angekommen, wo ich dachte so, hey, bis hierhin läuft's gut, ich komme aber nicht weiter. Diesen Punkt hatten wir vielleicht alle schon, wo wir dachten so, hey, irgendwas fehlt, irgendwie geht's nicht voran, ich baue nicht mehr auf, ich trainiere wie so ein Verrückter, ich esse wie ein Verrückter, aber irgendwie geht's nicht. Ich selber war auch an diesem Punkt und habe mir gedacht so, hey, ich muss auf jeden Fall weiterkommen. Trotz Lockdown, seit November ist ja jetzt das Gym geschlossen, zumindest bei uns hier. Und ja, da muss man sich auf jeden Fall weiterhelfen mit Home Gym und solchen Sachen. Ich habe mir das Home Gym bei meinem Dad da installiert, bin auf jeden Fall auch glücklich darüber und froh, dass ich da trainieren kann. Bin auch nicht so exklusiv ausgestattet, also das Einzige, was ich da habe, sind ist eine Langhantel, Kurzhanteln, Klimmzugstange, eine Bank, die man verstellen kann und ein Rack habe ich mir jetzt geholt, also so Step by Step bin ich dann natürlich das Ganze am Ergänzen. Ja, nichtsdestotrotz bin ich da aktiv und habe seit neuestem stimmt den Kabelturm und bin damit auch wirklich zufrieden, also so ein paar Push-Übungen und ein paar Pull-Übungen kann man damit machen und wirklich top. Ja, wie habe ich es gemacht, Leute? Die eine oder andere Frage hat mich auf Instagram auch erreicht, wo ihr euch gesagt habt, so hey Sam, riesen Respekt, du baust immer noch Muskeln auf oder hey, wie hast du das gemacht? Und deswegen Tipp Nummer 1 an dich, versuch's mal mit Magerquark. Ich habe seit Sommer 2020 wirklich jeden Abend vorm Schlafen gehen ein 500 Gramm Becher Magerquark gegessen. Da ist Casein drin über Nacht, wenn der Körper in die Ruhephase kommt, dann baut der Körper das gut ab und ist halt auch über Nacht versorgt, weil auch wenn wir schlafen, arbeitet der Körper natürlich weiter. Deswegen erkundige dich mal, was Casein ist und wie das so funktioniert. Mir hat es auf jeden Fall geholfen, egal ob Diät oder nicht. Ich komme auf jeden Fall mit Magerquark sehr gut klar. Und ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr großer Punkt, der mich da weitergebracht hat. Unter anderem habe ich mich auch mit dem Thema Schlaf auseinandergesetzt. Ich habe mich wirklich erkundigt, weil viele sagen ja, schlafen kannst du, wenn du tot bist oder können wir, wenn wir tot sind. Und das ist absolut falsch. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr schlaft. Also wirklich 7 bis 8 Stunden tiefen und wirklich entspannten Schlaf habt. Wenn ihr das nicht habt, dann wird auf jeden Fall euer Hormonspiegel und alles mögliche ins Schwanken kommen. Deswegen versucht wirklich dem Körper diese Ruhe zu geben. Weil wenn ihr 5 oder 6 oder vielleicht sogar 7 Tage trainiert, dazu kommen wir auf jeden Fall auch später, müsst ihr dem Körper Zeit geben, sich zu regenerieren. Das ist ein sehr, sehr großer Punkt und sehr, sehr wichtig. Darum, Leute, beachtet auch Thema Schlaf. Kommen wir direkt mal zu Tipp Nummer 3. Die Trainingstage. Wie oft sollte ich, wenn ich schon ein hohes Limit an Muskelmasse aufgebaut habe, wie oft soll ich zum Training gehen? Ich habe das so gemacht, ich bin montags zum Training gegangen, habe meine Brust trainiert mit 8 bis 12 Wiederholungen, relativ schwer, habe dann Dienstag einen Tag Pause gemacht, bin dann Mittwoch wieder zum Training gegangen, habe dann die Schulter trainiert. Das heißt, Push-Pull-Beine ist für mich weggefallen, ich habe dann wirklich nur gezielt große Muskelgruppen trainiert und habe damit wieder Erfolge erzielt. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, hey, aber sollte man nicht zweimal die Woche die Muskelgruppe trainieren, die man halt beanspruchen möchte? Klar, wenn ihr Anfänger seid, dann ist das natürlich sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr Push-Pull-Beine trainiert, also beziehungsweise nicht wichtig, aber ihr könnt das natürlich machen, wie ihr wollt, aber Push-Pull-Beine ist ein sehr, sehr guter Plan. Dann habt ihr zweimal die Woche eure Muskelgruppe beansprucht und könnt darauf aufbauen. Das heißt Push-Pull-Beine, Push-Pull-Beine, alle 7 bis 8 Wochen sollte man ja seinen Trainingsplan sowieso ändern. Ich habe das dann so gemacht,
Sommer 2020 komplett Push-Pull-Beine, dann kam der Lockdown ab November ungefähr, November, Dezember vielleicht, mit größeren Muskelgruppen. Das heißt Brust, Schulter, Rücken, Beine, Arme, alles auf einen separaten Trainingstag gelegt. Ja, damit bin ich dann auch ein bisschen was fortgeschrittener geworden. Also das heißt, wenn ihr anfangt, Muskeln zu trainieren, dann aktiviert ihr die. Das heißt, wenn ihr den Bizeps trainiert, dann weiß der Körper direkt, okay, das ist der Muskel, der beansprucht wird. Wenn ihr vorher aber den Rücken trainiert, das heißt, wenn ihr, sagen wir mal, montags den Rücken trainiert und den Rücken komplett auseinander nimmt, dann kommt ihr später nach einer Stunde oder so zum Bizeps, nachdem ihr eine Stunde den Rücken trainiert habt, dann ist der Arm bzw. der Körper ist gar nicht mehr wirklich hundertprozentig an diesem Muskel, weil die ganze Energie in den Rücken ging. Was haben wir daraus? Rücken wächst, Arme leicht vernachlässigt. Deswegen Leute, als Tipp von mir an euch, versucht doch mal wirklich gezielte Muskelgruppen zu trainieren, die Muskelgruppen schwer zu trainieren und auch dann einen Tag Pause zu machen und dann zur nächsten Muskelgruppe zu gehen. Das hat mir geholfen. Tipp Nummer 4, nach dem Training eine dicke Thunfischpizza, wenn die Glykogenspeicher sowieso geleert sind, versucht's mal wirklich eine dicke Thunfischpizza und einfach reinschaufeln, aber verfallt auf jeden Fall nicht in dieses Kalorienüberschuss oder Kaloriendefizit, sondern versucht nach wie vor, so wie ich es gemacht habe, morgens eure Haferflocken mit Eiern zu essen, euren grünen Tee zu trinken und versucht dann nach dem Training eine Pizza zu essen, aber trotzdem dann euren Magerquark zu essen, wenn ihr dann schlafen geht. Nichtsdestotrotz ist es mir auch schon passiert, dass wenn ich dann die Pizza gegessen habe, dass ich gar keinen Bock mehr hatte, den Magerquark zu essen. Aber was muss, das muss. Der Wille muss stärker sein als alles andere. Und dann werdet ihr auf jeden Fall auch weiterhin Erfolge erzielen. Ja Leute, das war's mit dem Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Ich freue mich auf das nächste Thema. Seid am Start. Folgt mir gerne auf Instagram, Sam David mit Doppel-I. Und ja, viel Spaß bei den anderen Videos, falls ihr den nicht geschaut habt. Euer Sam Fit. Peace.